Mein Name ist Florian Prischl und ich bin neuer Rechtsanwalt bei Stadler Völkel Rechtsanwälte. Unser Team wird ab sofort Ihr Unternehmen auch im Kartell- und Wettbewerbsrecht beraten und ich freue mich sehr, als Teil dieser Kanzlei die Praxisgruppe für Kartell- und Wettbewerbsrecht aufbauen zu können. Für alle Ihre kartell- und wettbewerbsrechtlichen Fragen sind wir da. Und ich freue mich insbesondere, mein Spezial- und Lieblingsgebiet, nämlich die digitale Wirtschaft, hier bei Stadler Völkel bereits so gut und so stark beraten und vertreten zu sehen. Und ich freue mich, dass ich hier insbesondere im Bereich Fintech, Startups und Blockchain-Technologieunternehmen im Kartell- und Wettbewerbsrecht beraten kann. Das ist seit vielen, vielen Jahren mein Spezialgebiet. Es ist für mich eine Herzensangelegenheit und ich freue mich, dass Stadler Völkel jetzt auch diesen Bereich hier anbieten kann. Was ist eigentlich dieses Kartell- und Wettbewerbsrecht? Der Name sagt es bereits, es geht darum, den Wettbewerb in der freien Marktwirtschaft zu erhalten und zu fördern. Es geht also darum, Kartellabsprachen, Preisabsprachen, Gebietsabsprachen zu verhindern und auch zu bestrafen. Das Kartellrecht hat außerdem ein Regularium gegen den Missbrauch marktbeherrschender Stellungen. Wenn also ein Unternehmen besonders groß ist, hat es gewisse Pflichten, die es gegenüber anderen Unternehmen am Markt hat. Und schließlich widmen wir uns im Wettbewerbsrecht noch dem Zusammenschlussrecht, das darauf schaut, mittels behördlicher Kontrolle vorab marktbeherrschende Stellungen erst gar nicht entstehen zu lassen. Das ist also relevant bei Unternehmenstransaktionen und ist auch eines meiner Spezialgebiete. Dem Wettbewerbs- und Kartellrecht geht es darum, den Wettbewerb in der freien Marktwirtschaft zu erhalten und zu fördern. Das Kartellverbot untersagt wettbewerbsbeschränkende Absprachen. Unternehmen, die ihre Preise, Konditionen oder Kundengruppen absprechen, werden bestraft. Das gilt für Wettbewerber, aber auch zwischen Lieferanten und Abnehmern. Wenn ein Unternehmen auf einem Markt so stark ist, dass es ihn beherrscht, hat es bestimmte Pflichten. Sie gelten besonders gegenüber seinen Lieferanten und Abnehmern. Das Unternehmen darf zum Beispiel keine überhöhten Preise verlangen oder zwischen seinen Abnehmern oder Lieferanten unsachlich diskriminieren. Marktbeherrschende Unternehmen dürfen auch bestimmte Rabatte nicht gewähren, weil sie dadurch noch mehr Marktmacht an sich ziehen könnten. Das Zusammenschlussrecht will durch behördliche Kontrolle bereits vorab verhindern, dass Unternehmen marktbeherrschend werden. Ziel des Wettbewerbsrechts ist es also, die freie Marktwirtschaft und den Wettbewerb darin zu erhalten. Weil das so ein weitreichendes Ziel ist, gilt es nicht nur für große Konzerne. Das Wettbewerbsrecht betrifft Unternehmen jeder Größe, auf jeder Stufe der Wirtschaft und in jedem Land, besonders in der Europäischen Union. Im Wettbewerbsrecht geht es immer um juristische und ökonomische Fragen. Stadler Völkel Rechtsanwälte hat die Expertise, mit der Sie sich im Wettbewerb behaupten und gegen Angriffe verteidigen können. Ich stehe für Sie und Ihr Unternehmen ab sofort zur Verfügung. Wir bei Stadler Völkel Rechtsanwälte freuen uns auf Ihre E-Mail oder Ihren Anruf.